Herzlich willkommen zum weiteren Let's Play zu Awesome Notes. Ja. Mit dabei ist unser Matsumaru. Hallöchen. Der Sergeant Bimino. Grüß Gott. Und meine, ich kopiere, Wenigkeit, der Kratos. Deine Wenigkeit, da hast du schon gesagt, ey. Die Lady Serena ist leider nicht dabei. Die musste schon schlafen, weil sie noch zu klein ist. Und das Spiel startet eigentlich jetzt. Abwarten. Jetzt. Jetzt. Jetzt wird's langsam peinlich. Jetzt. Okay, ja, ich steig hier mal wieder ein und sag mal guten Tag, liebe Zuschauer. Und jetzt geht's los. Wir spielen eine weitere Runde Awesome Notes, weil die Demokratie wieder hier mal gesiegt hatte. 2-1. Da musste ich mich leider überreden lassen. Wir hatten einfach Lust auf eine fixe Runde, weil ja, wir wechseln. Komm auf ein Knickchen. Miau, 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 miau. Alles cool, Jungs. Alles Admiral cool. Admiral Swiggins. Ja, Swiggy. Irgendjemand von euch hat noch nicht ready. Ja, die Gegner. Das siehst du oben. In der Mitte. Ja, ja, ich sehe da zwei Häkchen. Ja, ja, weil wenn wir leuchten, dann sind wir ready. Achso, ich kann dir empfehlen, dass du dir direkt am Anfang die Gummidildos, hätte ich fast gesagt, aber die das Gummidynamit holst. Damit also, kannst du dass der Vorschlag wieder von dir kommt, war mir klar. Weil er sehr dämlich ist, würde ich mal so sagen. Weil er es so oder so macht. Also Gummi ist gut. Ja, Felix, du machst es natürlich wieder immer ohne Gummi. Tja, für die Hand. Ich rede vom Dynamit. Ja, ich auch. Was hier? Ich sag nur die Dead by Daylight Folge. Schnell rein, boom, fertig. Ja, das ist echt gut. I don't know what you're talking about. Bimi hat es ja nicht die Folge angeschaut, wo wir quasi hinter den Rücken gelaufen sind, beziehungsweise ich. Ja, ja, ja. Ah. War ganz gut, ja. Ja, weißt du, und da hattest du mich gekriegt, was mich dann so hinterher, also bei der Aufnahme aufgefallen ist, dass Frau hier da gemütlich erstmal weiter den Generator macht, weißt du? Ja, ne? Also ich habe hier zwei oben. Zwei, dann komm ich schon. Ui. Für die Zuschauer, die jetzt mit reingeschaltet haben, das ist ein Dota 2-Läuferschnitt in 2D. In. Boah. Warum kriegen wir wieder die größten Arschlöcher hier? Ich meine, jede Gruppe hat mal Pech. Jede Gruppe hat mal Pech? Ja. Ich meine, wir schleifen dich auch mit. Seit wann hat er eigentlich überhaupt Wahlrecht, der Kerl? Ich weiß es nicht. Warum helft ihr mir nicht? Communication. Ja, genau. Communication. Warum helft ihr mir nicht und du verkackst? Ja. Ich könnte nicht helfen, wenn du... Außerdem brauche ich einen, der mit mir spielt, weil ich ranziehen kann in so einem Chat. Ja, wenn du immer alleine gehst. Ja, soll ich runter? Denn, ne? Was? Ja. Warum ist keiner unten? Ich habe zwei oben, jetzt hier hochkommen. Banane. Aber nein. Ja, Felix ist dann hier hochgerannt, ja? Kann ich da nicht durch. Hättest du sagen müssen? Nein, Felix, ich muss hoch, ich bin Supporter. Ja gut, dann gehe ich runter, ist doch gut, ey, du komisches Tentakelviech. Jetzt zieh ab hier, du hast hier nichts zu suchen, ne? Jo. So, ist sie ran, okay. Ja, was hab ich nicht? Ah, scheiß Gift, ey. Ja, hab ich jetzt auch kapiert. Ja, toll, ey. Oh, komm! Scheiß Keil! Ich glaub, das wird mir ganz gut, ne? Ja. Hätten wir uns das erspart. Aber nein, hallo, wir müssen ja uns alle den Abend noch versorgen hier. Solche Spiele spielen, die Spaß machen, weißt du? Ja. Eigentlich macht's ja auch Spaß, aber... Wo denn? So wenig Leute spielen, ne? Das ist doch schon wieder alles ein bisschen stimmig, irgendwie. Ja, das ist halt ein blödes Arschloch, den wir da als Gegner haben. Ja. Ich
Dieses Gift ist so. Boah. Wir sind schon komm, ein Level Vorsprung hier. Mann. Ich hab nicht funktioniert. Wieso komme ich immer wieder runter? Meine Fresse. Ihr merkt schon, Leute, ich bin nicht dafür geschaffen. Doch. Nee, die sind aber auch extrem. Boah. Ja. Mhm. Boah. Ich spiel ein bisschen öfter als wir. Nein, wie kommst du denn da drauf? Ja, gute Frage. Gute Frage. Wir sind solche Zombies hier die ganze Zeit so. Noch ein Match, noch ein Match, 24 Stunden, noch ein Match. Natürlich. Haben wir überhaupt schon einen Turm angekratzt? Nö. Ja, wie denn? Hey, nicht wirklich. Geh ich einmal irgendwie ran. Hey, was machst du schon wieder hier oben? Dieser Admiral ist nicht so ganz mein Fall. Ja, irgendwie. Ja, so. Jo. Krön und der Abschluss zum Abend, du. Wow. Ich könnte stattdessen jetzt gemütlich bei meiner Frau liegen, noch ein bisschen Serie gucken, weißt du. Könnte. Fahrradkette. Oh nein. Oh fuck. Ja. Ja, das wird eine schnelle Runde. Wenigstens etwas. Ja. Wenigstens etwas. Ja. Yum. Ja. We have a problem. Yep. Kann es sein, dass ihr ab und zu mal bei der Mittagspause irgendwie auf YouTube dann immer unterwegs seid oder so? Ja. Ah, okay, alles klar. Ist mir seit ein paar Tagen aufgefallen, dass es immer um dieselbe Uhrzeit immer so ein, zwei Likes angeschlichen kommen. Yep. Und ja. Ah, ja, und ich bin hier ganz alleine, was ist da los? Ja, komm mal. Ja, die fisten uns hier so weg, das ja. Ich deinstalliere das Spiel gleich. Ihr könntet mich damit nicht mehr nerven. Das darfst du nicht. Nein, ich hasse nur noch MOBA-Spiele, das ist überhaupt nicht meine Genre. Eigentlich machen sie ja irgendwo irgendwie Spaß. Scheiß Ding. Das Matchmaking war halt schon immer so ein Problem, weil 600 Spielern, die gerade online sind, ist es noch beschissener. No. Es sind nur diese Dauergamer online. Als ob im MOBA allgemein irgendwie das Matchmaking mal funktioniert hätte. Also bei LOL kann ich nichts Schlechtes sagen. Oh nein, überhaupt nicht. Nee, kann ich nicht. Kannst gerne fragen. Nö. Also, weißt du, deswegen haben ja auch die ganzen Leute ja schon Fake-Accounts bzw. Twink-Accounts erstellt, damit sie wieder die ganzen Newbies trollen können, weil sie in der Heiliga keine Leute mehr finden. Ja, die finden schon immer Leute, aber die wollen sich mal stark fühlen. Das finde ich asozial, sowas. Deswegen, okay, in solchen Spielen wird das nicht funktionieren. Die Frage ist nur, wie kann man sowas besser machen? Das ist, glaube ich, eher schwierig. Die ganze Genre löschen. Das wäre dir am liebsten, wa? Ja. Das Einzige, was mir bis jetzt ein bisschen gefallen hat, war Paragon, aber es wurde zum Schluss ja auch nicht besser. Naja, das stimmt. Double kill!
Nice. Ja, jetzt müssen wir noch unten wieder. Ist mir jetzt auch scheißegal. Stirb. Krieg ihn. Oh. Habt ihr ihn? Nice. Mhm. Gerrit, was kann deine Pfeife eigentlich? Nichts. Wie? Also. Ja. Also einfach mal nichts wie nichts. Ja. Schade. Boah. Ja, da gehen wir mal zurück. Uns mal irgendwas Leckeres hier. Spending some dinero. Naja, wir holen immerhin ja, langsam ab. Naja, es geht. Es geht. Ja, wenn man so langsam mit seinem Charakter mal ein bisschen klarkommt, dann geht das auch. Alter! Weißt du jetzt, warum ich immer dieselben spiele? Nö. Damit man mit einem Charakter klarkommt. Also hier machen schon ein paar Spaß. Aber ich komme ja, mit der. Aber die sollen ja keinen Spaß machen, die sollen ja nur gut sein, weißt du? Ja. Bei mir muss sowas auch ein bisschen Spaß machen. Mhm. Nee, das ist ja langweilig. Spiele sollen doch keinen Spaß mehr machen heute, hallo? Unterhalten. Okay, nur noch gewinnen, ich vergaß. Mit wem hatte ich denn das vorhin durchgekaut, dass das Rote Kreuz jetzt verboten werden sollte? War das mit dir, Gerrit? Ja. Ja. Hm? Du kennst doch das Thema noch damals mit dem Blut in Spielen. Das sollte dann ja von Rot in Grün gefärbt werden, ne? Ja. So, haben jetzt, die auch bei genug Spielen gemacht. Pass auf, jetzt soll in der Zukunft, also es wird noch diskutiert, aber es soll in ferner Zukunft geschehen, dass das Rote Kreuz zum Beispiel auf Sunny-Kästen und so weiter entfernt werden soll. Weil es das Rote Kreuz, also die Stiftung, in Verruf ziehen würde. Mhm. Und deswegen soll das ohne Worte. Werden. Ohne ja. Worte. Wenn die Politik wieder keine größeren Sorgen hat. Alter, was stimmt nicht mit dem Idioten? Der muss Damage machen! Ja, kann ich nicht, wenn er mir direkt alles abzieht, was ich hab hier. Mann. Boah. Der Tibi ist nicht gut. Joho, jawoll! Nein! Oh, ich bin schon 6-mal gestorben. Ich bin so geil, Alter. Ach. Alter! Ja, die sind einfach nur. Ah, gleich vorbei, hoffentlich. Ja. Zum Glück, ey. Das tut einfach nur weh. Quatsch, wie kommst du da drauf? Wir müssen das wieder free to play machen, damit genügend Spiele hier sind und dann hätten wir auch leichter Double Geld. Kill. Du Abzieher, ey. Mhm. Ja. I'm coming. Boah, wir haben unseren ersten Turm. Jawohl! So, ich gehe zurück, sonst sterbe ich. Ja.
Naja, immerhin kämpfen wir. Irgendwie. Wir sind knapp in Führung, zumindest was die Punkte angeht, oben. Naja, leider hilft uns das nicht. Nee, nicht wirklich. Ach man, das haben sie nicht gegankt. Ja, diese falschen Säcke, ey. Ja! Ja, komm! Komm, zieh sie mit deinem Container ran. Ich kann nicht ranziehen, Alter. Ach, der macht hier alleine diesen Kern da. Der Affe. What? Ja. Mhm. Endlich haben wir verloren. Wenn ich mich nicht irre, kommt jetzt ein Patch raus, dass man die Leben seiner Türme sehen kann auf der Karte. Wenn mich nicht abgibt. Wow. Wie wichtig. Ja. Jetzt, Alter. Seit 2012? Jawoll. Was? Langweiler, ey. Der Piper. Ja, meine Leute, das war's für heute. Ja. Wow, was für eine Aussage. Echt? Hammer. Ja, das tut einfach nur weh. Okay, meine lieben Zuschauer, wir verabschieden uns hier. Bis in die Tage und auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss. Ciao.